Ups, weg ist er. Weg ist er. Wie unfair. Einfach mit Granaten um sich werfen. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Die Sovereign kontrolliert Sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Von wegen. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. In so einer Zukunft möchte ich nicht leben. Echt. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Einem Teil von ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Holy shit! Aber wen soll ich denn jetzt niedermetzeln? Schade mit der deutschen Synchro. Schade mit der deutschen Synchro im Allgemeinen. Deswegen, weil gerade hat man auch gemerkt, vor allem bei Garrus, Zorin, dass die Stimme ab und zu mal abgekackt ist. Also die... Also ab und zu, die eigentlich die ganze Zeit über diese Hinterlegung mit diesem Dingensens, ihr wisst schon. Naja. Mit diesem Nachhall. Schade eigentlich. Ist er weg? Sieht danach aus. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. New Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie bereit, Menschenleben zu opfern, um den Rat zu retten, Shepard? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis.
Der Rat muss zum Wohle aller geopfert werden. Vergeuden Sie die Verstärkung nicht. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen. Dann kann die Flotte der Menschen die Sovereign angreifen. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Lassen Sie den Rat sterben, hört sich natürlich scheiße an. Konzentrieren Sie sich auf die Sovereign. Retten Sie den Rat. Ich glaube, wir sollten lieber den Rat wenigstens versuchen zu retten. Hoffe nur, dass da keiner bei drauf geht. Puh. Ja, retten wir lieber den Rat. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Ich hoffe, dass er tot ist, deswegen, weil Implantate und so. Er ist tot. Oder auch nicht. Menschenskind. Was ist da jetzt schon wieder los? Wahrscheinlich Magenverstimmung oder so. Eieiei. Den ganzen Scheiß hat er in sich einpflanzen lassen? Das gibt's ja wohl nicht. Vorbildlich Schluss 28. Leck mich am Arsch. Wo ist er denn? Wo ist der olle Fröbel? Ach, das ist der olle Fröbel. Ich hole mir mal eben... Ich hole mir eben den hier. Ja, Einigkeit, ich merk schon. Jetzt fängt der Spieß an. Lass mal eben gucken, was kann man da noch so machen? Das mit der Dingens ist extrem praktisch in diesem Kampf hier gerade. Weil er normalerweise auch durch die Gegend hüpfen würde, glaube ich zumindest. Also ich glaube nicht, die zwei Schiffe, die da drauf gegangen sind. Macht das Monster um jeden Preis fertig.
es sind, glaube ich, nicht so der Hammer-Unterschied, ob wir die Dingens jetzt gerettet haben oder nicht. Das ist ja eigentlich ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Mal eben den hier reingehauen. Was? Was geht denn hier ab? Ho! Huah! Ja, klar! Huhaha! Ach ja, Viera! Hau mal bitte... Obwohl, ich hau erstmal Waffen rein. Weil das geht garantiert daneben, ich hab's gewusst. Du bist ja jetzt schon wieder hin. Wo ist der Bastard hin? Garus, hast du noch... Nee, du hast keinen Schildboost. Ah, scheiße. Wo ist der Bastard? Mann! Nicht hinter mir? Nee. Über mir? Wo ist das Viech? Irgendwo in der Richtung? Sieht nicht danach aus. Ach da. Shieldboost. Habe ich nicht mehr. Wo ist das Scheißviech jetzt? Da. Viera, hau mal bitte. Du hast keine Singularität mehr. Wo ist... Habe ich keinen Shieldboost mehr? Nee, ich habe nur noch den hier. Habe ich auch nicht. Ach, verdammt. Habe ich denn gar nichts mehr? Nee, ich habe Adrenalinschub. Schilde deaktiviert. Ach, Mann. Huahaha, jajajajaj. Das ist nicht schön, wie du hier abgehst, Freundchen. Ach, leck mich doch. Von wo müssen wir jetzt beginnen? Von wo, verdammt nochmal, müssen wir jetzt beginnen? Hoffentlich vom Anfang des Kampfes an. Ansonsten hätte ich doch arge... Wo ist denn da ist? Hi. Was haben wir denn hier so alles? Wo? Ach, da. Shit. Dass der auch immer weghüppelt. Heben? Hilft das? Fände ich schön. Wo ist er jetzt? Ach, da. Ich mache das immer gerne mit dem Zielen, dass man das so anders macht hier, weil das dadurch doch wesentlich einfacher wird, den Typ zu suchen. Nicht auf mich, bitte. Barriere hebe ich mir noch auf. Wo ist der Typ hin? Shit. Ah, verdammt. Leck mich doch. Uah. Ja, ich hab auch schon gemerkt. Es wäre sehr schön. Könnte ich mich irgendwie heilen. Sieht aber scheiße gerade aus irgendwie dafür. Ach, warten wir erstmal einfach hinten in der Ecke, bis ich Dingens wieder aufgeladen hat. Mediel.